Thank you.
Ich bin sehr froh, Sie alle zu sehen. Bei der ganzen Woche, mit jeder neuen Nachricht kam, bleiben wir offen oder nicht. Einige Kirchen haben die Entscheidung getroffen, zu schließen. Wir haben die Entscheidung getroffen, offen zu bleiben, weil wir einen sehr großen Saal haben und sehr relativ wenig Leute. Also ist es so sicher wie möglich. Also ich hoffe, dass wir diese Stunde Sie die Sorgen unserer Welt ein bisschen zur Seite schieben können und zusammen unser Heiligabend feiern. Also wir hatten dieses Jahr 4 Kerzen. Die Kerze der Geduld, die Kerze von Stille und von Schweigen und von Sprechen, die Kerze von Hoffnung und die Kerze von Familie. Und jetzt zünden wir unsere Christuskerze an. Unsere Adventszeit bringt uns zum Heiligabend und zu Christus. Also wir beten. Lieber himmlischer Vater, in dieser Nacht bricht das Licht der Welt in unsere Finsternis ein. Wir zünden diese Christkerze an, um das zu bezeichnen und um uns zu erinnern. So genauso wie diese Kerze unter anderen Kerzen ist, ist dein Sohn, das Licht der Welt, immer unter und mit uns. Alles dieses beten wir im Namen diesen Jesus, und der lebt und regiert mit dir und mit dem Heiligen Geist, jetzt und immer da. Amen. Jetzt singen wir zusammen. Esther.
wir stehen, bitte. Die Gnade unserem Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir beten. Herr, unser Gott, du hast diese heilige Nacht erhellt durch den Glanz des wahren Lichtes. Gib, dass wir voller Freude an jenem Lichte teilhaben, dessen Geheimnis wir in der Geburt deines Sohnes erkennen, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Musikeinlage kommt ein bisschen später. Wir setzen uns und singen zusammen. Ihr Kinderlein kommet, O come little children. Der Friede fürst wird verheißen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du weckest lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr das drückende Joch, die Jochstange über ihre Schulter und den Stecken Übertreibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift wird, verbrannt und mit Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde
und des Friedens kein Ende auf dem Thron David und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Hier endet die Lesung. Die Epistel steht im Brief, Titus, der zweite Kapitel. Die heilsame Gnade, denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinige sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Hier endet die Lesung. Wir singen jetzt zusammen das Lied: Es ist ein Ros entsprungen. Lo, how the rose higher blooming. Das Weihnachtsevangelium steht im zweiten Kapitel Lukas. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Zeit, zu der Stadt Davids,
Und die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seiner vertraute Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Wir machen eine Pause für ein Flötenspiel von Thomas. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie,
und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windel gewickelt und in eine Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wir singen jetzt, kommet ihr Hirten? Okay, kommet ihr Hirten, kommt. Well, it's faster. Okay, dann Himmel hoch. Well, it says, kommt ihr hier denn? So, I just. Und als der Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, die es
alle, die es kam, wunderten sich über das, was ihnen der Hirten gesagt hatte. Maria aber behielt alle diese Wörter und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie dann zu ihnen gesagt war. Das Wort Gottes. Wir singen jetzt. Kommet ihr Hirten. Evangelium nach Johannes, der erste Kapitel. Johannes schreibt: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Derselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch derselbe gemacht, und ohne derselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes, der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als der eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Evangelium Gottes. Und wir bleiben bitte stehen. Wir sprechen unser Glaube zusammen in die Worte des Nizänischen Glaubensbekenntnisses, und das ist im kleinen Büchlein auch abgedruckt für Sie abgedruckt. Wir sprechen. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare
und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Wir setzen uns jetzt und singen zusammen. Kommt und lasst uns Christum ehren. Come the Lord with gladness praising. Beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir an diesen Heiligabend, dass wir zusammenkommen können, um deine Gabe zu uns, deinen Sohn, empfangen zu können und deine Weisheit in unseren Herzen mit uns nach Hause nehmen können. Segne dieser Zeit zusammen. Alles dieses beten wir im Namen diesen Sohn, diesen Heiland, Jesus Christus. Amen. Wir setzen uns. Also wir hoffen, dass die Technik immer noch funktioniert. Es gibt einige von nah und von fern, die auch mitmachen. Und vielleicht eventuell auch eine Familie aus Bayern, die mit sind. Also schöne Grüße an Ihnen und an alle. And in Englisch, welcome all of you. Ich habe einige englische Sachen in dem Bulletin gegeben, weil manchmal kommen Enkelkinder oder Kinder von Gliedern mit und die verstehen wenig oder kein Deutsch. Also das gibt ihnen Punkte, wo sie ein bisschen auch mitmachen können. So we have the English here for anyone here who struggles with German or does not speak German. There are some touch points, hopefully, for you. Nun ist es Heiligabend. Schnee, viel Schnee, besonders für uns hier in Kelowna. Kirche, Christbaum, viele Menschen, erwartende Kinder, gutes Essen zu Hause und eine Welt, die verrückt ist. Wir sind müde, wir sind ärgerlich, wir sehnen nach einem Ende, aber wir wissen nicht, ob es wann und ob es kommt. Was können wir an solch einem Abend in solch einer Welt sagen?
Was kann man sagen, das noch nicht gesagt ist? In solchen Situationen, in solchen Zeiten gehen wir tief innerlich zur Urquelle oder dem Fundament unseres Wesens. Und was finden wir? Als Menschen des Glaubens gehen wir zur Grundlage unseres Glaubens, zu unserer Heiligen Schrift und unseren anderen heiligen Texten, um zu suchen für Worte, die uns ein Punkt geben, ein Anker. Zum Beispiel im Nizänischen Glaubensbekenntnis, für mich habe ich das immer lieb hier, wenn es sagt, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Also diese Worte schallen für mich immer sehr toll in dieser Zeit. Und die verschiedenen Lieder. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart, wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art. Wohlzu der halben Nacht. Und es geht so weiter. Also suchen wir durch unsere Schriften, unsere Texte und unseren Geschichten. Und kommen wir nun zu einer dieser Geschichten heute Abend, einer der beliebtesten Geschichten in der ganzen Bibel. Eine junge Frau, verlobt, aber nicht verheiratet, einen Besuch von einem Engel, der Heilige Geist, ein Kind wird kommen. Wie kann das sein? Mit Gott ist alles möglich, spricht der Engel. Der Bräutigam, ein einfacher Zimmermann, zuerst verzweifelt, aber dann hört er auch von einem Engel und bleibt doch bei seiner Braut. Eine Dienstreise nach Bethlehem für eine Volkszählung, kein Platz zum Schlafen, aber das Kind kommt, so wie Kinder kommen, wenn ihre Zeit da ist. Geburt in eine Scheune, Engelchöre, Hirten zu Besuch. Einige Zeit später auch die Weisen aus dem Morgenland. Bewunderte und weiter verzweifelte Eltern. Wer ist denn dieses Kind? Was kann es alles bedeuten? Ein neugeborenes, zärtliches, verwundbares Kind. So wie alle anderen Kinder. Um uns zu erinnern, dass wir alle so in die Welt gekommen sind und immer noch tief innerlich, zärtlich, verwundbar und menschlich sind. Und obwohl wir es so oft, zu oft vergessen, dass wir uns gegenseitig als zärtlich, verwundbar und menschlich auch betrachten und behandeln sollen. Und so wie Kinder die Welt nicht kontrollieren können, so lernen wir als erwachsene Kinder, dass wir sie auch nicht kontrollieren können. Denn trotz aller Ereignisse, aller Erfolge, es kann immer etwas Größeres, als wir es sind, auf uns zukommen, um uns darauf aufmerksam zu machen, wie zerbrechlich wir eigentlich alle sind und wie schnell unsere Welt sich ändern kann. Und wie viel wir uns gegenseitig brauchen und unterstützen müssen. Und da hinein bricht diese heilige Nacht mit dieser beliebten heiligen Geschichte. Um uns neu zu erinnern, die Welt ist fast immer auf irgendeine Weise verrückt. Genauso wie sie in der ersten heiligen Nacht verrückt war. Besetzung, Armut, Entfernung von Gott, Entfernung voneinander. Und in dieser Finsternis kam das Licht der Welt, um einen neuen Weg, einen neuen Anfang zu zeigen. Und es waren nicht nur Sterne und Engel und große Paraden. Das Kind musste flüchten. Das Kind wurde ein Mann, den viele schätzten, aber genauso vielen hassten und heimlich planten, ihn umzubringen. Das machten sie, aber das Licht der Welt konnte man nicht erlöschen. Und bis auf heute, manchmal mit nur einem Funken, brennt dieses Licht weiter. Wo Menschen sich gegenseitig helfen, schätzen,
schonen und lieben und für die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit streben und arbeiten. Es wurde gesagt, dass Liebe vieles ausgleichen kann, was uns fehlt. Aber ohne Liebe ist nichts anderes völlig ausreichend. In dieser dunklen, verzweifelten Zeit, an diesem Heiligabend, in dieser heiligen Nacht, bricht das Licht der Liebe ein, so wie an jeder vorherigen heiligen Nacht. Und bisher hat die Finsternis dieses Licht nicht auslöschen können. Solange Menschen sich gegenseitig lieben und ihren Gott lieben, wird dieses Licht auch weiter brennen. Lasset uns in Liebe fortgehen, lasset uns dieses Licht hochhalten, um einer dunklen Welt Licht und Liebe zu geben. Wie im Gedicht es spricht, gesegnet sei die heilige Nacht, die uns das Licht der Welt gebracht. Wohl unterm lieben Himmel sei, die Hirten lagen auf dem Feld. Ein Engel Gottes, licht und klar, mit seinem Gruß tritt auf sie dar. Vor Angst sie decken ihr Angesicht, da sprach der Engel, fürcht euch nicht. Ich verkünd euch große Freud, der Heiland ist geboren heut. Da gehen die Hirten hin in Eil, zu schauen mit Augen das ewige Heil, zu singen dem süßen Gast willkommen, zu bringen ihm ein Lämmlein fromm. Bald kommen auch gezogen fern die heiligen drei König mit ihrem Stern. Sie knien vor dem Kindlein hold, schenken ihm Myrrhen, Weihrauch, Gold. Vom Himmel hoch der Engel her, frohlocket Gott in der Höhe sei er. Der Engel spricht, fürchtet euch nicht auch in diesem Heiligabend 2021. Gott ist mit dir, Gott ist unter dir, Gott ist bei dir. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Ein fröhliches Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen allen. Amen. Wir haben verpasst oder versäumt, ich weiß nicht, wie man das sagt, O Little Town of Bethlehem, O Bethlehem, du kleine Stadt, und ich weiß, das ist ein Lieblingslied von einigen, also werden wir das jetzt singen, bevor wir das Tageslied singen. So we're going to sing O Little Town of Bethlehem, Esther, because we missed it earlier, and it's a favorite of some of our people.
Jetzt singen wir Ich stehe an deiner Krippe hier. Ich glaube, die beiden kommen gut zusammen, die beiden Lieder. Jetzt ist die Dankopferzeit und wie Sie wissen, wir erreichen das Teller nicht. Wenn Sie Dankopfer haben, können Sie am Weg hinaus es im Korb hinten bei der Kirche abliefern. Aber in dieser Dankopferzeit haben wir Zeit, unsere selben einzelnen Gedanken und Sachen, wofür wir dankbar sind, zum Herrgott opfern. Und Thomas wird uns ein besonderes Stück mit seinem Flöte spielen. Und ich lade die Kirchendiener zu kommen, um die Kerzen anzuzünden. Und ein Wort mit den Kerzen, es ist eine Weile, seit wir das gemacht haben. Lassen Sie bitte immer die Kerze so und man nimmt Flamme von der Flamme, die neue Flamme. Wenn man es so dreht, dann tropft man Wachs und ist ein ganzes Problem. Also, wir werden anfangen mit Thomas und dann in also eine halbe Minute oder so können die Kirchendiener kommen, das Licht zu finden und vielleicht können Sie anfangen, Francis, mit dem Licht löschen, die Hauslichter zu löschen. Thank you.
Vielen Dank, Thomas. Ist das genug Finsternis oder möchten Sie, dass ich das komplett... Das Letzte, das Sie lesen müssen, ist Stille Nacht, aber ich glaube, Sie kennen das alle auswendig. Also wollen Sie, dass ich das komplett ausmache? Ja, das ist viel schöner. Wenn möglich und Sie stehen möchten zum Gebet oder wenn es einfacher ist, sitzen zu bleiben, dann bleiben Sie bitte sitzen. Jedes Gebet endet mit Gott des Lichts und Sie sind eingeladen zum Sagen, empfange unser Gebet. Wir beten. Wenn wir unsere Stimmen mit dem himmlischen Herrscharen und Christen durch Zeit und Raum verbinden, lasst uns für die Gemeinde, die Welt und alle Bedürftigen beten, indem wir Gott des Lichts sagen und darauf antworten, unser Gebet empfange. Die Liebe verkündet, dass uns ein Retter geboren wurde. Inspirieren Sie Ihre Gemeinde auf der ganzen Welt, die gute Nachricht von der Geburt Jesus allen zu verkünden, die Erlösung, Hoffnung und neues Leben suchen helfen. Jedem von uns unseren Glauben zu erneuern und dir zu einem integrierten Bestandteil unseres ganzen Lebens zu machen. Gott des Lichts, empfange unser Gebet. Liebe flüstert einer müden Welt zu, dass die Zeit für Ruhe und Erholung gekommen ist. Wir sind müde. Wir wissen nicht, wohin wir uns wenden sollen. Wir wissen nicht, wie wir auf uns selbst aufpassen sollen. Helfe uns, innezuhalten, auszuruhen, wirklich auszuruhen und lebensspendende Gewohnheiten und Beziehungen aufzubauen. Gott des Lichts, empfange unser Gebet. Liebe schreit zu einer kriegerischen Welt, dass die Zeit des Friedens nahe ist. Seien Sie bei alle, bleibe bei all denen, die direkt vom Krieg betroffen sind und sich nach Frieden sehnen. Leite die Mächtigen, die Entscheidungen im Namen anderer treffen an, dass sie alles, was gesund, gut und heilig ist, pflegen und erhalten. Hilf uns als Bürgerinnen und Bürger, unsere Stimmen auf eine Art und Weise bekannt zu machen, die eine positive Veränderung herbeiführt. Gott des Lichts, empfange unser Gebet. Liebe singt durch das Jammern eines neugeborenen Babys. Antworte allen, die in dieser Nacht vor Schmerz, Verzweiflung oder Not schreien, besonders denen, die sterben und denen, die bei ihnen sitzen. Trost denen, denen Trennungen, Trauer oder Verlust die Weihnachtszeit besonders schwer machen. Sei mit allen, die wir schätzen, und empfange alle die Gebete, die wir jetzt in einer Zeit der Stille zu dir nennen. Gott des Lichts, empfange unser Gebet. Liebe murmelt einem neugeborenen Kind und erschöpften Eltern tröstende Worte zu. Segne neue und werdende Eltern oder Betreuer, besonders diejenigen, die in dieser Nacht allein sind oder Angst haben. Gieße deine Liebe über Familien jeder Art aus. Segne alle, die sich um andere kümmern. Gib ihnen Geduld, Geschick und Ruhe von ihrer Arbeit. Gott des Lichts, empfange unser Gebet. Gottes allgegenwärtige Liebe wird durch die Gläubigen verkündet, die vor uns kamen. Wir danken dir für Maria, Johannes den Taufer, Elisabeth, seine Mutter, Josef, den Träumer und alle, die auf deine Liebe hinweisen.
Wir erinnern dieser Zeit auch an die Verstorbenen, die uns am nächsten standen, wie wir sie jetzt vor ihnen nennen oder denken. Wir danken, wir sind dankbar in unserer Erinnerung. Gott des Lichts, empfange unser Gebet. Schöpfe der Nachtsterne, segne die langen Stunden dieser Nacht mit der Wärme deiner Gegenwart. Komm zu allen, die in irgendeiner Weise leiden. Gib den müden Ruhe, den Beladenen Freiheit und helle Hoffnung für diejenigen, die verzweifeln. Und wir freuen uns über Ihr fleischgewordenes Wort unter uns und empfehlen diese Gebete im Vertrauen auf deine Gnade und Liebe, die uns in Jesus Christus, unserem Retter, bekannt wurde. Amen. Und jetzt singen wir zusammen: Stille Nacht, heilige Nacht. Erinnerung, die Kerzen runterzublasen. Und wenn Sie ausgehen, können Sie entweder den Vorgang gehen oder beim Ausgang da hinten direkt im Parkplatz. Das ist erlaubt und eigentlich bevorzugt. Wir danken uns nochmals für diese heilige Nacht, dass wir hier zusammen sein könnten. Und jetzt
Möge unser Gott, der zu uns kommt mit die Erraschbarkeit und die Verwundbarkeit, eine Rose im Winter oder ein neugeborenes Kind, euch segnen, diese Nacht und in alle Nächte, die im kommenden Jahr kommen. Möge die Freude den Engeln und die Neugierigkeit den Hirten und die Dankbarkeit Maria und Josef mit ihnen tragen. Jetzt und immer da. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen jetzt zusammen, O du Fröhlicher. Frieden, Christ, der Retter, ist da. Danke den Herren. Frohe Weihnachten.